Herzlich willkommen zum European Circle Report. Die Kämpfe in Libyen zwischen Rebellen und regierungstreuen Truppen halten an. Große Teile der Hauptstadt Tripolis wurden samt der Residenz Gaddafis bei einer Offensive der Aufständischen eingenommen. Der Diktator selbst wurde bislang nicht gefasst. Laut ARD-Informationen ist auf ihn ein Kopfgeld von 1,7 Millionen Dollar ausgesetzt. Der libysche Übergangsrat beginnt indes mit dem Wiederaufbau der staatlichen Strukturen und plant erste Wahlen binnen 8 Monaten. Die hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Catherine Ashton, betonte die Bedeutung von Demokratie im sich neu formierenden Land und sicherte dem Rat angesichts akuter Knappheit von Benzin, Medikamenten und Lebensmitteln schnelle Hilfe zu. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Menschen bezahlt werden, zivile Beamte, Polizeioffiziere und andere, und außerdem, dass es Nachschub in den Läden gibt. Der Wirtschaft soll geholfen werden, damit sie wieder funktioniert. Dabei muss das Bedürfnis, die Wirtschaft erneut zu entwickeln, im Fokus stehen. In einer Rede bei der Tagung von Wirtschaftsnobelpreisträgern am 24. August kritisierte Bundespräsident Christian Wulff den Umgang der Politik mit der Finanzkrise. Er rief zu nachhaltigem Wirtschaften auf und warnte: Wer rettet aber am Ende die Retter? Er sagte im Hinblick auf das Verhalten der Europäischen Zentralbank: Mich stimmt nachdenklich, wenn erst im allerletzten Moment Regierungen Bereitschaft zeigen, Besitzstände und Privilegien aufzugeben und Reformen einzuleiten. Erst recht, wenn die obersten Währungshüter dafür auch noch weit über ihr Mandat hinausgehen und massiv Staatsanleihen, derzeit im Volumen von über 110 Milliarden Euro, aufkaufen. Dies kann auf Dauer nicht gut gehen und kann allenfalls übergangsweise toleriert werden. Auch die Währungshüter müssen schnell zu den vereinbarten Grundsätzen zurückkehren. Ich sage es auch hier mit Bedacht, ich halte den massiven Aufkauf von Anleihen einzelner Staaten durch die Europäische Zentralbank für politisch und rechtlich bedenklich. Er verwies im Zuge dessen darauf, dass die EZB laut EU-Recht keine Schuldentitel erwerben dürfe. Kritiker warfen Wulff im Gegenzug vor, dass er mit seinem moralischen Appell die politische Unabhängigkeit der EZB missachte und sich gegen seine repräsentative Funktion in die Tagespolitik einmische. Nachdem vor 2 Wochen Außenminister Westerwelle Montenegro, Kroatien und den Kosovo besuchte, reist nun auch Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den Balkan. In Kroatien traf sie sich mit Ministerpräsidentin Jadranka Kosor und Staatspräsident Ivo Josipovic. Merkel betonte ihre Freude über die vielversprechenden Beitrittsverhandlungen des Balkanlandes, welches 2013 das 28. EU-Mitglied werden soll. Beide Länder sind wirtschaftlich eng verflochten. Rechtssicherheit und Berechenbarkeit seien wichtige Dinge, die die Handelsbeziehungen beflügeln würden. Deutschland engagiert sich daher auch bei der Modernisierung des kroatischen Justizsystems und der Verwaltung. Im Hinblick auf die Bestrebungen Serbiens, der EU beizutreten, sagte Merkel: Das Beispiel Kroatiens ist das Beispiel dafür, dass jedes Land in dieser Region schaffen kann, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Wir wollen das. Aber dazu müssen die Voraussetzungen erfüllt sein. Natürlich ist eine der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft Serbiens oder des Kosovo, dass die Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern sich schrittweise normalisieren. Bei ihrer Ankunft in Belgrad wurde sie dann zwar warmherzig vom serbischen Präsidenten Boris Tadic empfangen, dieser machte jedoch auch deutlich, dass er die Unabhängigkeit des Kosovo nicht akzeptieren werde. Merkel betonte zwar, Serbien in der EU haben zu wollen, verlieh allerdings ihrem Wunsch nach einer Lösung der Kosovo-Frage weiteren Nachdruck. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.